Eintracht Frankfurt hat vorzeitig die Kaufoption für seinen Leistungsträger Filip Kostić gezogen und den Flügelspieler bis zum 30. Juni 2023 an sich gebunden. Das verkündeten die Hessen einen Tag vor dem letzten Saisonspiel bei Bayern München am Samstag, wo der erneute Einzug in den Europapokal erreicht werden soll. Bundesliga FC Bayern Eintracht Frankfurt, Samstag ab 15.30 Uhr im Live-Ticker, Bildergalerie Transfermarkt, Transfers der Bundesliga 99 Bilder, für uns war Filip ein echter Glücksgriff. Mit seiner Dynamik, Zielstrebigkeit und Flexibilität hat er einen großen Anteil am positiven Verlauf der Saison, sagte Sportvorstand Freddy Bobic über den 26-Jährigen. Die Eintracht belegt in der Liga aktuell den 6. Tabellenplatz und erreichte in der Europa League das Halbfinale. Jetzt das aktuelle Trikot von Eintracht Frankfurt bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige: Kostić vom Hamburger SV ausgeliehen. Kostić, serbischer Nationalspieler, war im Sommer vom Zweitligisten Hamburger SV eigentlich bis 2020 ausgeliehen worden. Aufgrund seiner starken Leistungen in 33 Bundesligaspielen und 12 Europa-League-Partien entschloss sich die Eintracht nun zum Kauf. Let's block it's. Why?